ist Gleis und der Streukreis bis nach Lambertheim ist auch beachtlich. Und der Dom spielt natürlich eine gewisse Rolle in der Region, das ist so. Und er ist uns auch lieb und teuer. Kostet jedes Jahr 1 Million ungefähr an Bauunterhalt, was alles fertig ist. Im Moment etwas mehr, weil er zwei Maßnahmen gleichzeitig laufen. Sie sehen ja, dass die Führungskuppel weiterhin eingerüstet ist. Das gab noch eine Zeit lang so, also vielleicht noch später was. Und jetzt das, diese Baustelle hier in der Vorhalle. Wir haben gedacht, es ist einfach praktisch, zwischendrin mal einfach mal einzuladen, um den Baufortschritt in eigenen Augen den Augenschein nehmen zu können. Sie sehen drin, was Stand der Dinge ist. Und über Drabik wird Ihnen auch verraten, was leider Gottes erst später gemacht werden kann, was sich herausgestellt hat, was einen größeren Schaden noch hat und eine eigene Maßnahme dann anschließend sein muss. Das heißt, die Vorhalle als Ganze wird uns noch länger beschäftigen. Aber im Moment ist schon einiges passiert. Sie sehen die Unterschiede von alt und neu, erst recht, wenn Sie das letzte Mal auch da waren. Also herzlich willkommen. Wir gehen mal rein und die Frau Drabik wird an Ort und Stelle Ihnen zeigen und erklären, was gemacht wurde, was noch weiter gemacht wird und was noch aussteht und als eigene Maßnahme dann kommt. Ja, gehen wir rein. Das, was wir als erstes gemacht haben, was die Frau Walter auch schon angesagt hatte, war, dass wir den gesamten Bereich Heißdampf gereinigt haben. Das heißt, der ganze Schmutz der letzten Jahre oder Jahrzehnte ist erstmal heruntergewaschen worden. Also, Wasser wurde aufgefangen, also ist nicht irgendwo in die Kanalisation abgeleitet worden, sondern wurde aufgefangen und dann abtransportiert. Was wir, die ganze Raumschale und alles, was man sieht. Genau, alles, was man sieht, bis auf zwei Teilbereiche, die jetzt sich links und rechts befinden, wo wir unsere Tunnel haben, weil wir da noch nicht rankommen. Also das müssen wir umbauen dafür, das muss. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Bereiche, die jetzt hier Ziegelsteinfarben, Rotfarben dargestellt sind, neu gefasst haben. Also das ist eine alte Fassung, eine alte Farbfassung unten drunter gewesen, die wir einfach aufgefrischt haben. Es handelt sich um einen silikatischen Anstrich, also offenporig, dass das Material atmen kann. Die Farbgebung, die wir jetzt hier sehen an den Ziegeln, hatten wir ursprünglich auch gedacht, dass es vielleicht eine Fassung ist, aber es ist tatsächlich durch die unterschiedlichen Brände kommen diese Ziegel so raus. Und mit den Gewölben, die haben ähnliche Farben, sind sowohl links wie auch rechtsseitig alle wieder hier fertiggestellt, was die Farbe betrifft. Unser kleines Problemkind ist das, was wir jetzt hier vor uns sehen. Der letzte Straudolf, als Selbstbildnis rechts dargestellt. Was man hier jetzt sieht, ist, dass wir Probleme mit dem Untergrund haben. Die Vergoldung löst sich vom Untergrund. Wir haben Übermalungen in Bereichen von Gesichtern, Stirn. Wenn man beim Streiflicht mal guckt, gibt es Flecken. Also in unterschiedlichen Bereichen gibt es Übermalungen aus der Zeit, die wir noch nicht einordnen können. Und wir haben das Ganze jetzt von einer Restauratorin untersuchen lassen. Und wir haben das Problem, dass wir eine Versalzung des Untergrundes haben. Und wir können innerhalb unserer Sanierungsmaßnahme in der Vorhalle dieses Fresko nicht bearbeiten. Das würden wir tatsächlich nicht schaffen, weil wir die Zeit brauchen, um es genauer zu untersuchen, Arbeitsproben anzulegen und würden dann daraus eine separate Sanierungsmaßnahme schnüren. Weil man muss sich auch einfach die Zeit dafür nehmen, sonst wird das Ergebnis vielleicht nicht zufriedenstellen. Das heißt, dass die andere Maßnahme komplett abgeschlossen wird, so wie ursprünglich geplant. Das wird auch so plus minus im Zeitplan bleiben. Und dann anschließend, damit man das Bild wirklich würdigen kann und entsprechend restaurieren kann, wird dann ein eigenes kleines Gerüst zur Untersuchung und zur weiteren Sanierung des Bildes gebaut werden. Aber das ist eine Maßnahme, die jetzt praktisch, weil es aufwendiger ist, völlig getrennt vom ganzen Rest angepackt werden muss. Es geht ja auch um Geld zum Beispiel. Und das ist ja auch wichtig, dass das Ganze finanziell gesichert ist. Das heißt also, leider Gottes wird dann, wenn die Vorhalle fertig sein wird, das Bild nicht auch zugleich fertig sein. Genau. Ja. Das ist, weil man eben Arbeitsproben anlegen muss und den Umfang der Schäden einfach noch nicht weiß. Ja, dafür muss man ja untersuchen und diese Untersuchung geht eben Zeit in Anspruch. Und da das Bild ja schon eine wichtige Bedeutung hat, genau, müssen wir schon schauen, dass das auch dauerhaft konserviert wird und dann auch in Zukunft noch erhalten bleibt und bewundert werden kann. Genau.
weil Sie es gerade angesprochen haben, da ist jetzt auch noch nicht klar, wie das kosten wird. Kann man nicht wissen. Dass noch Untersuchungen fällig sind, ja. Wissen wir auch noch nicht den Umfang der Maßnahmen. Im Prinzip sind wir jetzt erst beim ersten Schritt. Hoffler, was gezeigt hat, vielleicht zeige ich es gerade nochmal drauf, dass da Übermalungen sind. Das heißt, es ist farblich und von Zustand her anders als gedacht. Das ist nicht schön. Das ist ganz klar, das muss geändert werden. Und B, das größere Problem ist einfach, wenn der Untergrund versalzt ist, das heißt also, wenn die Wand, wo das reingemalt ist, Schaden genommen hat, dann wird es hier noch komplizierter. Und das muss dann wirklich für sich eigens untersucht werden. Das dauert die Untersuchung. Und dann ist die Frage, was kostet das, wo kommt das Geld her und wann können wir es dann in Angriff nehmen. Dass diese Figuren eine Kruste hatten. Also eine schwarze Kruste, die sich vom Untergrund löst und wo hinter der Kruste das Material anfängt zu versprühen. Und wir haben genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, weil wir jetzt eben noch die Oberflächenbearbeitung sehen. Wenn man den Prozess nicht unterbindet, indem man diese Kruste ausdünnt, hat man später einen höheren Substanzverlust. Ich erkläre jetzt noch ganz kurz für die Fachleute, was das heißt, dass Sie da der Gipskruste das Versprödeln genannt. Also es ist ein Absanden der Oberfläche. Das heißt, ich habe durch den früheren sauren Regen, den gibt es ja jetzt nicht mehr, damals gab es ja noch die Dampfschifffahrt und viel Industrie, das heißt, der ganze Ruß legt sich auf diesen Stein und verpackt als Oberfläche. Und durch das Material, also den Kalksandstein, das Kalk, geht die Schale eine Verbindung ein und löst sich vom Untergrund. Also das ist ein chemischer Prozess, den wir da haben. Und Schale und Kalk verbacken miteinander zu einer Kruste. Genau, richtig. Genau, das ist dann eben Gips, der entsteht, deswegen nennt man die auch Gipskruste. Und ich habe dann einen mürben Bereich hinter der Kruste und irgendwann fällt die Kruste ab. Und dann habe ich eben nur noch Löcher da. Und wenn man den Prozess eben unterbindet, indem man es reinigt, also es gibt zwei Verfahren, man kann es entweder bei Sandstein strahlt man das mit Hochofenschlacke, also Sandstrahlen, dadurch, dass das Material sehr sehr fest ist und sehr dicht. Bei Kalkstein macht man das in der Regel nicht, weil der zu weich ist. Da würde man sehr viel Oberfläche verlieren. Und deswegen wurde vor 2 Jahren ein Verfahren mit dem Laser probiert, ob das funktioniert, an einer der Nischenfiguren im Erdgeschossbereich. Und das hat funktioniert und deshalb hat man sich entschieden, das in den Bereichen in allen Figuren zu machen. Weil das das schonendste Verfahren ist. Genau, weil das das schonendste Verfahren ist und durch den Punktlaser die Oberfläche oder die oberste Schicht verpufft, also verdampft. Und letztendlich bleibt dann nur noch das Material, das wir hier sehen, übrig, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist jetzt das Ergebnis, also es ist sehr, sehr sauber geworden. Und das Tolle ist eigentlich, dass man die ganzen Details und Feinheiten einfach wieder erkennt. Also wir haben von der Qualität her unterschiedliche, also hier im Süden sind die sogar noch von der Qualität her hochwertiger wie die im Norden. Und was wir hier jetzt noch gemacht haben, ist, dass wir neu vergoldet haben. Wir haben eine Ölvergoldung, die für den Außenbereich geeignet ist. Wir befinden uns zwar jetzt hier im Innenbereich, aber dadurch, dass wir ja auch Nebel oder Ähnliches haben können, betrachten wir das als Außenbereich. Und die Oberfläche wurde abgeschliffen, dann mit Schellack als Absperrgrund grundiert, dass eben nichts durchdiffundiert. Und dann gibt es ein sogenanntes Anlegeöl, das eben dafür benutzt wird, damit man die Blattvergoldung aufbrennen kann. Und das sind diese Papierchen, die wir unten schon gesehen haben. Das auf jedem Papier ist ein hauchdünnes Blatt vorhanden. Wenn man genau hinsieht, sieht man manchmal noch Randbereiche von Blattgold. Dadurch, dass der Untergrund hier ein bisschen unruhig ist, sieht man es jetzt nicht, aber es sind eben 8 auf 8 haben die in der Regel Standardgröße. Und das ist jetzt ein Zwischenzustand, weil wir ja eine neue Beleuchtung planen auf dem Gesims unter uns. Ist davon abhängig, wie das Gold wird. Also wir wollen eigentlich einen warmen,
Farbton haben. Es kann sein, dass wir das Gold noch mit einem Öl versehen müssen. Also einfach. Das Bild stellt es da irgendwie. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Rudolf von Habsburg. Der besteht aus einem Marmor aus Südtirol. Lasermarmor nennt er sich. Wir haben den auch mit dem Laser gereinigt. Das, was man jetzt an Farbverläufen sieht, ist einfach geschuldet. Er hat leider auch einige Ausbruchstellen, wie jetzt das Kreuz oder das Kreuz am Reichsapfel fehlt. Hinten im Kissenbereich fehlen Teile. Die werden ergänzt. Was man jetzt ganz gut sehen kann, wenn Sie mal hinter sich schauen, gibt es eine Nischenfigur, die noch nicht gereinigt ist. So war der Vorzustand aller Figuren. Und das ist jetzt der Zustand nach Reinigung. Also das ist die große, wie man sieht, die schwarze Oberflächenbelag. Und in den Bereichen sind alle Figuren bereits mit dem Laser gereinigt worden. Der scheint gerade in den Schlaf geschickt worden zu sein, genau. Zugehängt, weil vergoldet wird. Genau, wir haben hier jetzt in dem Bereich von der Art und Weise her dieselbe Vergoldung wie oben auch. Also von der Weise her ist es dasselbe. Die Schwierigkeit hier besteht darin, dass man eben die Zwischenräume von diesen kleinen, diamantförmigen Stücken auch mit Gold auskleidet. Das ist einfach zeitaufwendig. Das dauert so eine Vergoldung. Vielleicht ist es wirklich interessant, ne, den Herrn schreiben zwei Kunsthistorikerinnen gerade über den Westbau. Und wir haben eine ganz interessante Entdeckung gemacht, denn wenn man unter die Figuren schaut, sieht man ein Holzdübel in der Mitte der Figur. Das macht man eigentlich nur, wenn man plant, etwas zu verbinden. Und wenn man sich dahingehend dann den Friesbereich anguckt, stellt man fest, man hat Fugen. Und zwar immer in den Bereichen, wo die Engel sich befinden, was eigentlich darauf schließen lässt, dass die Figuren mal anders geplant waren als ganze Figuren. So ist meine Vermutung. Und das, wenn man dann noch weiter guckt, sieht man auch Bereiche, die stehen geblieben sind. Das machen Steinmetzer eigentlich, um dann den späteren unteren Teil an den oberen Teil anzupassen. Ja, die lassen dann einfach in den Steg stehen, also drüben sieht man es auch an den Figuren ganz gut. Was die Vermutung nahe lässt, dass der gesamte Portalbereich ursprünglich mal anders geplant war. Und die haben dann innerhalb der Bauphase festgestellt, vielleicht ist die Darstellung zu banal, wir brauchen noch etwas prunkvolleres. Das heißt, wir ändern es. Also wir haben die Vermutung, dass es eine bauzeitliche Änderung ist. Aber das nur so nebenbei als bauforscherischer Aspekt. Das sind Muster von unseren Restauriermörteln, weil es Teilbereiche gibt, wo wir Ausbrüche haben, wo wir die alten Steinstücke nicht mehr haben. Also wir haben jemanden gehabt, der vieles aufgesammelt hat, unser Konservator, auch immer wenn er mal um den Dom herumgelaufen ist, Bruchstücke aufgesammelt hat. Wir konnten viele Bruchstücke zuordnen, allerdings sind das jetzt zwei Stellen, wo die Bruchstücke nicht mehr auffindbar waren, wo wir eben mit Mörtel eine Ergänzung machen, weil wir hier uns im Sockelbereich befinden, geht das. Wenn wir jetzt in höheren Lagen wären, würden wir das nicht machen, weil die Größe dafür sorgen würde, in einer hohen Höhe und in der Witterung, dass das runterfallen kann. Das ist jetzt sogenannter Vorkernmörtel, so nennt man das, und der wird eben noch mit einer Oberfläche entsprechend dem Bestand versehen und wird dann eben so geschlossen, dass man nicht mehr sieht, dass es eine Ausbruchstelle gab. Das ist
ist im Übrigen auch hier der Fall, wenn man mal genau hinguckt, das ist sehr gut gemacht worden, das ist bereits eine Ergänzung und in der Qualität wird das auch unten hergestellt werden. Das, was wir jetzt uns auch noch, dem wir uns auch noch annehmen, sind die Tore. Die Tore sind mehrfach überstrichen worden. Wir haben jetzt mal einen Bereich freigelegt, das ist der, den wir hier jetzt sehen, wo alte Bleimenninge-Farbe drauf ist, das ist die rote Fassung. Die wird als Sperrgrund, Untergrund, Grundbeschichtung, kann man es auch nennen, verwendet und darauf kommt der Decklack. Also das ist jetzt der Zwischenschritt und das wird noch bestrichen. Was wir dabei entdeckt haben, ist, dass wir eine Fassung haben, die grün ist. Also ich habe leider noch keinerlei Informationen darüber im Archiv gefunden. Wenn jemand von Ihnen da was kennt oder alte Aufnahmen hat, wo man vielleicht eine Farbigkeit sieht, wäre ich sehr dankbar. Wir haben auch nachgeguckt, ob wir eine mögliche Vergoldung dieser Lilien haben. Dafür haben wir jetzt keinen Befund. Wir haben die Schichten jetzt in ein Labor geschickt. Die machen einen Dünnschliff davon, dass man den genauen Schichtaufbau unter dem Wasserelektronenmikroskop sieht und einfach eine Dokumentation auch dieser Geschichte hat. Genau, und dann wird es irgendwann neu gestrichen. Und das ist jetzt auch eine Frage für den wissenschaftlichen Beirat. Man kennt das Gebäude jetzt nur mit grauen Toren. Man hat einen Befund in grün. Will man das oder will man das nicht? Frau Schlawinkohl,